Aber ich kann den Satz doch dort drüben gar nicht verändern. Verzweiflungstat mal probieren. Aber da kriege ich jetzt das. Müsste ich jetzt mal so rumprobieren. Nee. Das muss schon Door is You heißen, damit es so funktioniert. Wir sind jetzt die Tür und Keke. Dann müsste ja einfach die Tür jetzt mit dem Schlüssel verschwinden und wir dürften weiter funktionieren. Ach nee, die Tür ist ja nicht mehr shut. Wie kriege ich das hin, dass die Tür noch shut ist? Ich aber die Tür steuer und Keke steuer. Ich glaube, so nah wie jetzt war ich nicht noch nie dran. Also es fühlt sich jetzt irgendwie so wie kurz vor der Lösung an. Aber ich krieg mit zwei ist keine drei Wörter hin. Drei Sätze. Keke is you. Fahne geschoben kriege ich nicht.
Key is you. Aber wie kriege ich das so drüber gebastelt? Weil irgendwann müsste ich ja dann mal Bohr ist wegkriegen. Ne, das Wort Bohr wegkriegen. Aber is you müsste noch dastehen und Keke is you noch müsste noch dastehen. Dann müsste ich das ganze Konstrukt ja ins rüber geschieben. Hier das ist, hier das you. Geht ja gar nicht, das geht nicht. Ist you, ist Keke und dann einfach mit eben Schwupps hier rüber, sodass Keke ist, dann nicht mehr funktioniert, aber dafür dann Key is you. Ich würde ja dann auch das Tor dort hinten nicht mehr wegkriegen, selbst wenn ich es irgendwie mit 150 Zügen hingeschoben kriegen würde. Und was passiert, wenn... Wenn ich hinschreibe... Das kriege ich ja auch nicht hin. Keke ist shut. Dann würde der ja mit dem Schlüssel verschwinden, aber dann würde noch die Tür da bleiben. Oder habe ich die gleiche Problematik, wie ich, wenn ich es andersrum machen wollen würde. Die beiden Is funktionieren halt, ne? Das ist zu wenig. Achso, ich habe ja die Tür noch. Lol. Dachte schon, ich hätte mich jetzt hier...